Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Let's Play WWE 2K15 im Universe Mode. Mein Name ist David und ich werde euch jetzt meine WWE-Welt vorstellen. Das bedeutet, in diesem Video hier stelle ich nur mein Universe Mode vor und eben auch, wie das Let's Play ablaufen wird etc. Im nächsten Part, dann wirklich in Part 1, dann geht es eigentlich erst richtig los. Aber wer einen Überblick haben will über die Roster, Champions und so weiter und so fort und wissen will, wie das Let's Play abläuft, der sollte jetzt dranbleiben und sich alles anhören. Ich habe zwar schon zwei Let's Plays im Universe Mode gemacht, einmal zu 2K14, okay, das war relativ kurz, aber auch eins zu WWE 13. Vom Ablauf her wird sich da nichts ändern, das wird also genauso bleiben wie damals. Für die, die diese Let's Plays nicht gesehen haben, das Ganze läuft so ab, ich werde die Matches, die ja gespielt werden bzw. simuliert werden, nicht selbst einstellen, so wie es zum Beispiel in unserem Let's Play zum TX490 Universe Mode zusammen mit Josh ist, sondern die Matches werden wirklich vom Universe Mode produziert, das heißt, da habe ich keinen Einfluss drauf bzw. da werde ich nichts ändern, die Matchcard, die macht immer das Spiel selbst, aber ich werde auch kein einziges Match spielen, das heißt, ich werde nur zuschauen. Mindestens ein Match pro Show, das heißt ein Match werde ich definitiv immer anschauen. Je nachdem wie cool die Matchcard ist, werden es auch mal zwei, im Zweifel sogar mal drei Matches sein, die ich anschauen werde. Der Rest wird eben so simuliert, ohne dabei zuzuschauen. Das ist, ja, eigentlich auch schon der komplette Ablauf des Let's Plays. So wird das Ganze eben gemacht. Und jetzt zeige ich euch mal meine Welt. Wir fangen an mit dem Roster. Ich habe wir fangen doch nicht an mit den Rostern, sondern mit dem Terminkalender. Denn wie ihr seht, ich habe diesmal kein ECW, kein WCW, kein sonst was. Ich habe einfach mal die ganz normale WWE genommen. Raw, SmackDown und dann WWE Main Event als die Zwischenshow. Die Roster habe ich natürlich bearbeitet und auch die Pay-Per-Views, das heißt, wir haben nicht die normalen Pay-Per-Views, zumindest teilweise haben wir nicht die normalen Pay-Per-Views, wie es im echten Leben ist, sondern die habe ich geändert, aber ich habe mir gedacht, komm, ich mache mal einen ganz normalen WWE Universe und nicht wieder irgendwas Abgefucktes. Auch was anderes muss ich noch dazu sagen, normalerweise hatte ich am Anfang des Universe Mode Let's Plays immer schon die abgefucktesten Roster und Tag Teams und hast du nicht gesehen. Das habe ich diesmal nicht so gemacht. Ich habe mir gedacht, ich lasse einfach mal die Superstars so, wie sie am Anfang sind. Also ich habe die Roster bearbeitet, also die Superstars in andere Roster gesteckt und so weiter und so fort. Aber ich habe keine neuen Wrestler runtergeladen, auch noch die freigeschalteten noch nicht mit eingeholt in den Universe Mode, um mir ein bisschen Luft nach oben zu lassen. Denn beim WWE 13 Let's Play hatte ich damals gemerkt, im Universe Mode hinten raus war es irgendwie dann immer das gleiche, beziehungsweise es kam nicht wirklich was Neues und jetzt habe ich mehr Möglichkeiten, Wrestler zurückzubringen, oder was heißt Wrestler zurückzubringen, Wrestler dazu zu holen und so weiter und so fort. Deswegen ist das sind die beiden Roster momentan noch ziemlich überschaubar. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Raw hat eine Stärke von 24 Leuten, bei SmackDown sind 23 Wrestler unter Vertrag. So, schauen wir uns die mal an. Also bei bei Raw sind Bray Wyatt, Chris Jericho, CM Punk, der 12-13er, den werde ich auch drin lassen, weil beim TX94 Universe, also in dem anderen Let's Play, den anderen haben, habe ich gedacht, komm, nehmen wir hier den. Dann haben wir Cody Rhodes alias Stardust, Curtis Axel, Daniel Bryan, Darren Young, Dean Ambrose, Eric Rowan, Fandango, Goldust, Jack Swagger, John Cena, Justin Gabriel, Luke Harper, The Miz, Randy Orton, Roman Reigns, Santino Marella, Seth Rollins, Sheamus, Stone Cold, Tyson Kidd und Xavier Woods. Wie ihr merkt, einige Cruiserweight-Leute hier drin. Das liegt daran, dass Raw den Cruiserweight-Titel hat, aber dazu komme ich später. Bei SmackDown haben wir Alberto Del Rio, Bad News Barrett, The Animal Batista, Big E Langston, Big Show, Brock Lesnar, Cesaro, Damian Sandow, Dolph Ziggler, Jey Uso und Jimmy Uso, Kane, Kofi Kingston, Mark Henry, R-Truth, Rey Mysterio, Rob Van Dam, Ryback, Titus O'Neil, Triple H, den Ultimate Warrior, den Undertaker und Xardas. Das ist der selbst erstellte aus dem My Career Mode. Ich habe mir gedacht, habe ich vorher auch schon immer gemacht, den nehme ich nochmal mit rein. Also auch mein selbst erstellter Wrestler ist wieder mit von der Partie. Und hier hat man jetzt gesehen, hier sind einige Heavyweights drin. Das liegt daran, dass der Main-Titel von SmackDown der World Heavyweight-Titel ist, das kann ich euch jetzt auch direkt mal zeigen. Also die Championships
von SmackDown. Einmal haben wir hier den World Heavyweight Championship. Das ist also der Main-Titel bei SmackDown und den trägt momentan Batista. Den Singles-Titel, den hat Rob Van Dam und das ist der Hardcore Championship. Also wird's mal wieder bei SmackDown ein bisschen Hardcore-Action geben. WWE Tag Team Champions sind Rey Mysterio und Batista. Batista trägt damit momentan sogar zwei Titel. Einmal den World Heavyweight Champion und dann zusätzlich noch den Tag Team Titel von SmackDown. Kommen wir zu Monday Night Raw. Hier haben wir den WWE Undisputed Champion CM Punk. Den Cruiserweight Champion, das ist momentan Fandango. Oh Gott, meine Stimme ist ein bisschen weg. Ja, man merkt. Und World Tag Team Champions sind momentan Cody Rhodes und Goldust, The Brotherhood. Das sind also die momentanen Champions. Aber es gibt ja noch ein paar mehr Sachen zu berichten, nämlich allgemein die Teams. Zum einen hätten wir da die Usos, Jimmy und Jey Uso bilden natürlich ein Tag-Team. Dann die Wyatt Family, Eric Rowan und Luke Harper zusammen mit Bray Wyatt. The Shield ist bei mir noch zusammen, das heißt, bei mir gibt's The Shield noch als Tag-Team, nicht mehr so, wie es heute bei der WWE ist. Roman Reigns, Seth Rollins und Dean Ambrose. Dann haben wir natürlich The Brotherhood, die momentanen Champions, Cody Rhodes und Goldust. Rybacksel, die habe ich einfach mal zusammengelassen. Ich finde es zwar eigentlich kein so cooles Tag-Team, aber dann haben wir immerhin ein paar Tag-Teams, hier Ryback und Curtis Axel. R-Truth und Xavier Woods bilden ebenfalls ein Tag-Team, das war auch schon so voreingestellt. Dann haben wir Batista und Rey Mysterio, die amtierenden WWE Tag-Team Champions. Und natürlich, last but not least, die Brothers of Destruction. Das heißt aber natürlich nicht, dass das hier alle Tag-Teams sind, die es je geben wird in diesem Let's Play. Da wird auf jeden Fall noch einiges dazukommen. Möglicherweise wird es da auch ein paar Auflösungen geben, weiß ich nicht. Kann ja gut sein, dass der Universe Mode hier ein paar Tag-Teams auflöst. Das ist ja durchaus drin. Aber es wird auf jeden Fall versprochen, wird es noch neue Tag-Teams geben. So, ich glaube, jetzt haben wir sogar schon fast alles. Das Einzige, was noch fehlt, achso, Szenario-Optionen, ich habe übrigens hier automatische Rivalitäten ausgestellt, das heißt, ich werde immer die Rivalitäten selbst einstellen und genau das will ich euch jetzt auch zeigen. Das sind die momentanen Rivalitäten bei Raw, haben wir eine 4-Wochen-Fehde, also eine kurze Fehde zwischen John Cena und The Miz. Grund dafür, ich dachte, ich will The Miz mal ein bisschen pushen und dem mal ein bisschen Screentime geben, von dem daher habe ich ihm mal eine Fehde mit John Cena gesteckt, auch wenn er die wahrscheinlich wohl eher verlieren wird. Lol, Cena wins. So, 8 Wochen verbleibend, also eine mittlere Fehde. Ich habe noch keine lange Fehde gemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn dann irgendwie die neuen Wrestler dazukommen und alle Rivalitäten sind schon verbraucht, ist auch ein bisschen blöd. Deswegen habe ich keine einzige lange Fehde drin. Also, eine mittlere, also mittellange Fehde. Dean Ambrose und Seth Rollins gegen Luke Harper und Eric Rowan. Allgemein sind Roman Reigns und Bray Wyatt aber auch mit integriert. Zumindest ist das von mir so gewollt, so geplant, so gedacht. Aber man kann nun mal keine 3 gegen 3 Fehde machen. Leider also The Shield gegen The Wyatt Family. Eine weitere Fehde bei Raw. Und zu guter Letzt eine Fehde um den WWE Undisputed Championship. CM Punk gegen Stone Cold Steve Austin. Bei SmackDown Rob Van Dam gegen Antonio Cesaro. Hier sind übrigens alles 8 Wochen. Gut, kann man ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also alles mittlere Fehden. RBD gegen Cesaro und da geht's natürlich um den Hardcore Championship. Hoppala, nee, das wollte ich nicht. So, Ultimate Warrior gegen den Undertaker, das ist die nächste Fehde. Ich habe mir gedacht, komm, den guten alten Ultimate Warrior, der älteste Wrestler, den wir überhaupt drin haben, gegen den Undertaker, lasse ich die mal antreten. Und Batista gegen Brock Lesnar. Zwei Tiere, zwei Powerhouse Wrestler, die aufeinandertreffen. Und es geht auch hier natürlich um den World Heavyweight Championship. So, ich ras hier ziemlich durch. Das liegt daran, dass ich das Video möglichst kurz halten will. Der letzte Punkt, den ich noch abhaken möchte, das sind die Pay-Per-Views. Einmal haben wir Extreme Rules, das habe ich also gelassen. Das erste Pay-Per-View, das wir haben, wird Extreme Rules sein, also ein schönes Hardcore-Pay-Per-View. Dann machen wir weiter mit fucking Armageddon. Dann geht's weiter mit Money in the Bank, also auch das habe ich gelassen, ohne Money in the Bank geht nichts. Der Money in the Bank Koffer ist ja durchaus eine geile Geschichte. Dann kommen wir zu SummerSlam, the biggest event of the summer. Durfte ich natürlich auch nicht hier raus löschen. Dann kommt Night of Champions, hab mir gedacht, komm, Night of Champions ist eigentlich noch ein ganz okayes
Pay-Per-View lassen wir das auch mal drin. Dann habe ich es aber geändert. Judgment Day, meine Damen und Herren. Da wird der Undertaker mit Sicherheit abgehen. Dann haben wir ein King of the Ring Turnier. Das heißt, dort werden wir dann den King of the Ring bestimmen. Dann kommt die Survivor Series, die wir jetzt in der WWE ja gerade erst hinter uns gelassen haben. Im Universe-Mode. In diesem Let's Play dauert es noch ganz schöne Weile, bis wir dahin kommen. Dann ECW. Ja, eigentlich ist das kein Pay-Per-View, sondern eine Show. Aber ich habe mir gedacht, ach komm, ich habe die ECW jetzt schon nicht als Main-Show hier reingebracht. Also bringe ich es einfach als Pay-Per-View. Das wird also ein Extreme Championship Wrestling Pay-Per-View. Also eben ein Hardcore Pay-Per-View. Da wird es nur Hardcore-Matches geben. Dann haben wir das Royal Rumble. Und ab hier ist es eh selbsterklärend. Danach kommt die Elimination Chamber. Und dann WrestleMania. Das waren die Pay-Per-Views für dieses Projekt für den Universe Mode. Und das war eigentlich alles für den Universe Mode. Ich hoffe, es gefällt euch. Also so, wie ich es jetzt gemacht habe. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne in die Kommentare schreiben zum Universe Mode. Allerdings kann ich euch nicht versprechen, dass die umgesetzt werden, weil ich habe mir auch selbst natürlich mehr als nur ein bisschen bei der ganzen Sache hier gedacht, die ich so eingestellt habe, von daher. Aber trotzdem, Kommentare, Kritik und Verbesserungsvorschläge sind immer gerne erwünscht in den Kommentaren. Außerdem würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Part 1, wenn es losgeht mit Monday Night Raw. Bis dann, bleibt dran und tschüss.